und herzlichst willkommen zu einem neuen Page-Turner-Video. Und zwar, so wüst und schön sah ich noch keinen Tag, von Elisabeth Laban. Ja, ist ein Hardcover, ist erschienen im Hansa Literaturverlag und kostet 16,90 Euro. Ist eine gebundene Ausgabe und hat 280 Seiten. Ich selber habe das Buch in der Lovely Box gewonnen, was mich total freut. Denn ohne die Lovely Box wäre ich gar nicht auf dieses Buch aufmerksam geworden. Ja, es geht um Duncan und es geht um Tim. Duncan ist in seinem letzten Abschlussjahr in einem Internat. Er zieht in sein Zimmer. Es ist nicht das tollste Zimmer. Und man weiß, dass er schon im vergangenen Schuljahr irgendwas total Dummes erlebt hat. Er bezieht sein Zimmer und dort in diesem Internat ist es Tradition, denn die Abschlussklasse, die hat jeder so sein eigenes Zimmer. Und da ist es Tradition, dass der Vorgänger ihm ein Geschenk hinterlässt. Und da kommen wir auf Tim zu sprechen. Tim ist ein trauriger Albino-Junge, der in seinem Leben natürlich schon viel gehänselt worden ist. Der hinterlässt ihm einen Stapel CDs. Auf diesen CDs ist die Geschichte von Tim aufgesprochen, wie er denn in dieses Internat kam und wie er das letzte Schuljahr so verlebt hat. Und so kreuzen sich auch die beiden Wege, denn so erfahren wir dann auch die Wahrheit der Geschichte, die Duncan so bedrückt, die im letzten Schuljahr vorgefallen sein muss. So. Und aus diesem Geheimnis strickt sich so nach und nach die Geschichte zusammen. Duncan verliebt sich und es entwickelt sich auch eine Liebe in dem aktuellen Schuljahr. Und Tim ist, der ist natürlich nicht mehr vor Ort, es ist ja klar, offenbart ihm so nach und nach die Geschichte von letztem Jahr und die hört sich dann Duncan so an. Und so nach und nach haben wir so ein richtig schönes Konstrukt, das sehr, sehr spannend ist und um Freundschaft geht, um Internatsgeschichten, um eigentlich alles, was Spaß macht, um Geheimnisse. Und und das Buch ist in so einem... Also sowohl Duncan als auch Tim sind beide so sympathische junge Menschen, die mir gleich so ans Herz gewachsen sind. Und diese Geschichte, die sich da so zusammenspinnt um dieses Geheimnis, das baut sich so auf, es ist so spannend. Man möchte unbedingt wissen, was ist im letzten Jahr vorgefallen, welche Probleme gab es und warum hat Tim diese Probleme gehabt und wie ist er mit denen umgegangen. Denn auch er hat sich verliebt in das beliebteste Mädchen und wie ist er mit dieser zarten Liebe umgegangen und zurechtgekommen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr, also hier steht nochmal hier als Quote, so wüst und schön sah ich noch keinen Tag, ist ein ganz und gar ergreifendes und faszinierendes Buch, das seine Leser bis zur letzten Seite fesselt. Es wird sie dazu bringen, ihr Verhalten zu überdenken und vielleicht sogar ihre Sicht auf ihre Welt zu verändern. Gut, meine Sicht auf die Welt hat es vielleicht nicht ganz verändert, aber es hat mich wahnsinnig gefesselt und fasziniert bis zur letzten Seite. Also wer gerne Jugendbücher liest, in denen sich ein Geheimnis so nach und nach offenbart, die in einem Internat abspielen, in der ein bisschen Liebe drin vorkommt und Freundschaft, der ist hier auf jeden Fall richtig bedient und sollte das auf jeden Fall lesen. Ich habe angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Das Cover finde ich gar nicht so ansprechend. Ich meine, wenn ich das jetzt so im Buchhandel gesehen hätte, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft. Aber so, nachdem es eben in der Lovely Box drin war, habe ich mich wahnsinnig drüber gefreut. Es hat mir ein paar schöne Lesestunden beschert. Und ich möchte euch dieses Buch in dieser sehr kurzen Rezension, sehr gerne ans Herz legen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und wünsche euch ganz viel Lesespaß. Bye!